Ja, lieber Thomas, Entschuldigung, Professor Sulzer, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst erstmal auch von mir vielen Dank für die Einladung. Bin immer sehr gerne in Zürich, bin ein bisschen enger verbandelt mit Zürich, muss ich sagen, weil mein Bruder hier auch lebt, auch ärztlich tätig ist im Seespital in Kirchberg als Orthopäde und Unfallchirurg. Insofern bin ich oft zu Gast hier und gerne zu Gast hier, liebe die Berge. Hatte auch die Ehre, dieses Jahr bei der SAKK beratend tätig zu sein. Also komme immer wieder gerne nach Zürich und werde auch sicherlich das eine oder andere Mal noch kommen. Genau, das Thema, was ich jetzt, über das ich jetzt referieren darf, ist ein extrem spannendes Thema, weil sich in den letzten 5 Jahren wahnsinnig viel verändert hat. Und da lohnt sich eben dann doch die Fokussierung auf ein Krankheitsbild, wenn eben Bewegung in diesem Krankheitsbild ist, wenn Paradigmenwechsel stattfinden, die man selber mitprägen kann. Also insofern ist es ein spannendes Gebiet. Ich rede jetzt über das hormonsensitive, primär metastasierte Prostatakarzinom und Professor Fisasi wird hinterher dann den Part über das kastrationsresistente Karzinom übernehmen. Das ist die Pipeline im Prinzip oder die zeitliche Agenda, dass die letztendlich Publikation, die diese Wechsel eingeleitet haben, ist die Charted-Publikation über die frühe Hormonchemotherapie, die Latitude-Studie über das Konzept Hormonabiraterone. Beide Konzepte bestätigt durch Stampede und dann eben neue Daten zu Apalutamid und Enzalutamid über Titan und Ensamed. Über diese Daten werden wir gleich in Ruhe reden, über alle. Doch zunächst, bevor wir uns auf diese Reise aufmachen, in diese Diskussion einsteigen, nochmal für Sie zu reproduzieren, dass wir immer über verschiedene Volumenkategorien reden, beziehungsweise Risikokonstellationen in der primär metastasierten Situation. Die sind definiert worden, zum einen basierend auf der Charted-Studie von Herrn Sweeney, das ist diese Entschuldigung, High-Volume-Konstellation, mehr gleich 4 Knochenmetastasen, eine Metastase außerhalb des Achsenskeletts oder viszerale Metastasen. Also das ist die High- versus Low-Volume-Definition, die eben von dem Christopher Sweeney in der Charted-Studie eingeführt wurde, die wir heute übernommen haben, auch in anderen Situationen. Und eben die High-Risk-Kriterien, die Karim Fizazi definiert hat, für die Latitude-Studie, wo eben 2 der genannten 3 Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein metastasiertes Prostatakarzinom eine High-Risk-Konstellation aufweist. Ich möchte starten mit einer Kasuistik. Ein 60-jähriger Patient, der zur urologischen Vorsorge geht, hat ein bisschen obstruktive Miktionsbeschwerden, Bluthochdruck und eben eine leicht vergrößerte, aber nicht suspekte Prostata, aber eben einen exzessiv hohen PSA-Wert aufweist, trotz des negativen DAE. Ein MRT bekommt und dann ein großer anterior Tumor gesehen wird, der eben dann durch die Rektaluntersuchung nicht zu sehen war, eine Biopsie bekommen hat und letztendlich dann ein Gliesen 4 plus 4 Prostatakarzinom gezielt in diesem ventralen Areal aufwies und in der weiterführenden Umfelddiagnostik eben multiple Knochenmetastasen zeigte und auch eine retroperitoneale Lymphadenopathie, also letztendlich ein M1B. High Risk, weil eben Gliesen 4 plus 4 und mehr als 3 Knochenmetastasen und High Volume, weil er eben klar mehr als 4 Knochenmetastasen nach den Charted-Kriterien hat, Prostatakarzinom. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen den Therapiespiegel in der Schweiz abfragen, wenn ich so will. Hier sind ja Onkologen und Urologen. Wäre Ihre bevorzugte Therapie, was die Systemtherapie anbetrifft, nun zunächst nur eine Hormonentzugstherapie zu machen, Abiraterone dazu zu geben, eine Chemotherapie zu geben, eine der neuen Hormonrezeptorblockaden, Enzalutamid, Apalutamid, oder sogar zu kombinieren zwischen einer Chemotherapie und einer der neuen Medikamente. Vielleicht einfach mal die Hände hoch. Wer würde sagen, Hormontherapie allein hat es ja auch jahrelang getan, ist ein gutes Konzept? Sagt keiner. Wer würde sagen, das ist ein Fall für Abiraterone? Gut. Chemotherapie? Karim, look at that. Lots of chemotherapies. Enzalutamid, Apalutamid, wären Sie heute verfügbar? Wer würde das sagen? Noch nicht. Und die Triple-Therapie, so nach dem Motto, viel hilft viel, sollten wir nach einer frühen Hormonchemotherapie gleich weiter behandeln mit Abiraterone? Hat sich noch nicht durchgesetzt. Okay. Gut, das ist tatsächlich die Konzepte, die wir diskutieren müssen. Und es gibt mittlerweile gute Evidenz für 2 Konzepte, nämlich die frühe Hormon-Abiraterongabe und die frühe Hormonchemotherapie. Und das ist mittlerweile durch die Guidelines festgehalten, EAU, ESMO und NCCN, dass letztendlich mit einer starken Evidenz die frühe Abiraterone oder Docetaxelgabe in Kombination mit der Kastration empfohlen werden sollte. Was ist die Rationale dahinter? Gehen wir zurück. Die Konzepte der frühen Hormonchemotherapie wurden zunächst in 2 Studien
untersucht, einmal die französische Getuk AFU15 und die amerikanische Charted-Studie. Was wurde gemacht? Es wurden Patienten mit einem überwiegend de novo metastasierten, also sehr metastasierten, hormonsensitiven Prostatakarzinom lediglich hormontherapiert oder eben kombiniert mit einer Chemotherapie behandelt. Und das Ergebnis der Charted-Publikation war eben hochsignifikant zugunsten der Kombination. Schaut man sich die Daten der Getuk-Studie an, dann ist das zwar nicht statistisch signifikant, aber wenn man die Fallzahlen, die hier höher sind, verdoppeln würde und sieht man diese Kurven, muss man mutmaßen, dass wahrscheinlich bei einer höheren Fallzahl hier auch ein positives Ergebnis bei rausgekommen ist. Das Ganze ist zum Glück bestätigt worden durch die Stampede-Studie, die wurde vorhin schon angesprochen. Das ist diese evidenzgenerierende, große, multi-arm, multi-stage, multi-center-Studie aus den UK. Ich glaube, es gibt auch ein Schweizer Zentren oder mehrere Schweizer Zentren, die für Stampede mitrekrutiert haben. Und die haben immer eins gemacht. Die haben immer einen Standard-of-Care-Arm, also das ist Hormontherapie plus Bestrahlung der Prostata. Das waren also M0- und M1-Patienten, die dort eingebracht wurden. Und das immer mit experimentellen Armen verglichen. Und so gab es zum Beispiel den experimentellen Arm Standard of Care plus Chemotherapie oder Standard of Care plus Abiraterone, später auch Standard of Care und Strahlentherapie, da kommen wir später zu. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die in den initialen Studien erbrachten Studienergebnisse mit diesen Daten zu validieren. Und die haben tatsächlich genau das reproduzieren können für die Hormonchemotherapie. Das ist erstmal für alle Stampede-Patienten und das ist nur die M1er herausgepickt, dass auch hier die Kombination aus Docetaxel und ADT bei de novo metastasierten Patienten zu einem erheblichen, signifikanten Überlebensvorteil führte, mit einer Risikoreduktion von 25% am Prostatakrebs zu versterben. Wie sieht es mit Abiraterone aus? Und very nice to have you here, Karim. You were leading the Latitude Trial, die Latitude-Studie, die letztendlich erstmalig das Konzept Abiraterone ADT versus ADT alleine untersucht hat, bei diesen de novo High-Risk-Prostatakarzinom-Patienten, also Gleason 8 und mehr als drei Metastasen oder viszeral metastasiert. Und exakt die ähnlich oder ähnliche Ergebnisse wie für die Hormonchemotherapie konnte auch gezeigt werden, dass Abiraterone plus Hormonentzugstherapie zu einer über 12-monatigen Überlebensvorteil geführt hat, wenn von vornherein kombiniert behandelt wurde. Und auch das konnte durch diese Stampede-Studie bestätigt werden, mit einer nahezu identischen Risikoreduktion, Hazard Ratio von 0,63. Und von da an war eigentlich auch das Konzept geboren, dass alternativ zur frühen Hormonchemotherapie die Hormonabiraterongabe gegeben und empfohlen werden sollte. Nun kommt diese leidige Volume-Diskussion. Und das ist darauf zurückzuführen, dass diese Charted-Studie, die amerikanische Studie, in der Gesamtpopulation einen signifikanten Vorteil für die Hormonchemotherapie gezeigt hat. Wenn man das aber substratifiziert in High- und Low-Volume, dann war der Effekt noch größer messbar in der High-Volume-Kohorte, aber eben nicht mehr messbar in der Low-Volume-Kohorte. Das heißt, hier wäre es möglicherweise indiziert, wenn jemand nur zwei Knochenmetastasen hat und nicht die geforderten vier, zunächst nur Hormontherapie zu machen und später zu sequenzieren. Das sagt uns diese Kurve. Während Patienten mit einer klassischen High-Volume-Konstellation von einer frühen Chemotherapiegabe profitieren. Nun, 5 Jahre später, kommt wiederum die Stampede-Studie um die Ecke. Und die haben dann gesagt, okay, jetzt zählen wir doch mal die Metastasen in unseren Stampede-Arm und machen genau das. Wir stratifizieren unter Kollektiv der Metastasierten, der M1er, in Low- und High-Volume. Das haben sie nämlich initial nicht gemacht. Und es zeigt sich letztendlich, dass auch in der Low-Volume- und in der High-Volume-Population ein signifikanter Vorteil zugunsten der Kombination aus Hormon und Chemotherapie gefunden werden konnte. Insgesamt muss man sagen, das sind jetzt Patienten mit einem weiteren Follow-up, war die Hazard Ratio, die Risikoreduktion, jetzt gar nicht mehr so beeindruckend wie in den initialen Studien. Das war hier zum Teil noch nicht mal mehr signifikant. Aber wir gucken dann eben nicht auf die P-Werte der Kaplan-Meier-Kurven, sondern auf diesen Wert, auf diese sogenannte Interaction Terms. Und dieser ist nicht signifikant. Das zeigt, der Effekt der frühen, des Überlebensvorteils durch die frühe Hormonchemotherapie ist unabhängig vom Disease Volume. Das heißt, sowohl Low- als auch High-Volume-Patienten profitieren in puncto Overall Survival von einer frühen Hormonchemotherapie. Das war neu, das ist dieses Jahr auf dem ESMO erstmalig demonstriert worden. Wie sieht das mit dem Abiraterone aus? Da haben wir ja gesagt, es gibt eigentlich nur eine Zulassung und damit auch Kostenübernahme für diese High-Risk-Patienten, die in der Latitude-Studie behandelt wurden mit Gleason 8 und mindestens drei Knochenmetastasen oder viszerale Metastasen.
Und auch hier ist die Stampede-Studie zurückgegangen und hat Metastasen gezählt oder hat klassifiziert nach High Risk versus Low Risk oder High Volume versus Low Volume und hat hier in beiden Gruppen einen signifikanten Vorteil zugunsten der Kombination aus Abiraterone und Kastration zeigen können. Also diese Diskussion um, es wirkt ja nur bei einem gewissen Ausmaß der Erkrankung, müssen wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr führen. Wir müssen natürlich nur die Kostenträger davon überzeugen, dass sie uns eben das Abiraterone auch erlauben bei Patienten, die eben nicht High Risk, sondern die eben Low Risk sind. Aber es gibt hinreichend Evidenz, dass die Medikamente auch bei diesen Patienten wirksam sind. Klar müssen wir die Patienten aufklären. Es gibt keine klaren Daten zur Effizienz, ob die eine Therapie besser ist als die andere, weil es keine Head-to-Head-Studien gibt. Es gibt eine Analyse aus der Stampede, wo man über einen kurzen Zeitraum parallel rekrutiert wurde, Standard of Care gegen Standard of Care und Abiraterone und Standard of Care und Chemotherapie. Und da deutet sich noch kein Vorteil im Overall Survival für irgendeine Situation an. Also im Punkt Effizienz scheinen beide Konzepte Stand jetzt gleich gut zu sein. Das heißt, wir müssen natürlich mit unseren Patienten über die Nebenwirkungen reden. Und die unterscheiden sich klar bei einer zytotoxischen Therapie, wo wir eher die Hämatotoxizität im Vordergrund steht, während das Abiraterone insgesamt gut handelbar ist, aber eben Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen möglicherweise Einschränkungen darstellen. Da komme ich gleich nochmal zu. Jetzt wird es noch einfacher für uns. Also diese Diskussion High versus Low Volume ist ja sehr vielschichtig. Auch ist die Frage nicht letztendlich beantwortet, was ist den Patienten, die vorher eine radikale Prostatektomie hatten und 3 Jahre später auf einmal metastasiert vor uns stehen, das sind ja dann nicht mehr de novo Patienten, sondern lokal vortherapiert. Die waren in den meisten Studien nicht repräsentiert. Und jetzt haben wir 2 sogenannte All-Comer-Populationen. Das heißt, das sind Studien mit einer gleichen Fragestellung, hormonsensitives, primär metastasiertes oder metastasiertes Prostatakarzinom, aber völlig egal, ob die High versus Low Volume waren, ob sie primär vortherapiert waren, also prostatektomiert oder bestrahlt aufgrund eines initial lokalisierten Tumors. Sogar Chemotherapie dürften sie in der hormonsensitiven Situation gehabt haben, um in diese Studien einfließen zu können. Und in der Titan-Studie wurde eben das Apalutamid, ein neuer Generations-Antiandrogen, also ein Androgenrezeptorblocker, verglichen gegen Placebo und das Gleiche wurde in der Ensamed-Studie gemacht für das Enzalutamid, also Enzalutamid versus Placebo, hormonsensitive, metastasierte Prostatakarzinom-Patienten, All-Comers, mit den Endpunkten Overall Survival und progressionsfreies Überleben. Und um die Story kurz zu machen, selbst nach einem sehr kurzen Follow-up von nur 22,6 Monaten zeigte sich in der All-Comer-Population der Titan-Studie schon ein signifikanter Überlebensvorteil zugunsten der Kombination aus ADT und Apalutamid gegen ADT alleine. Und das Gleiche konnte in einem gleichen Ausmaß, wirklich punktgenau die gleiche Risikoresektion, Hazard Ratio 0,67 gezeigt werden für das Ensamed. Also jetzt wird es bunt in unserem Repertoire des hormonsensitiven Tumors. Jetzt haben wir neben Abiraterone und Docetaxel auch noch die Möglichkeit, mit Apalutamid oder Enzalutamid zu behandeln. Schaut man in die Subgruppen, dann ist ja immer die große Frage, ja, was ist denn jetzt mit Low versus High Volume? Daran sind wir jetzt so gewöhnt, das immer unter diesem Aspekt zu hinterfragen. Und da ist es zunächst erstmal diese vorangegangene Chemotherapie, die ja erlaubt war. Da scheinen die chemotherapierten Patienten, das sind nicht viele gewesen, das waren knapp 10% der gesamten Kohorte, eher nicht von der Kombination aus, also früher Hormonchemotherapie und dann gleich weiter mit Apalutamid gegenüber Kastration alleine zu profitieren. Also möglicherweise liefert diese Studie Signale, dass wir in der hormonsensitiven Situation nicht weiter sequenzieren sollten, sondern dass wir zunächst erstmal bei einem Konzept in der Kombination bleiben. Und hier eben nochmal diese High versus Low Volume Diskussion. Hochgradige Evidenz zugunsten der High Volume Population jetzt, aber nur eingeschränkt für die Low Volume, wobei das möglicherweise auch ein Power-Problem war, denn die Low-Volume-Kohorte waren nur 1/3 der Gesamtpopulation und das Follow-up war noch relativ kurz. Das sind die Subgruppenanalysen der Ensamed-Studie, also diese Enzalutamid-Studie. Und auch hier, wenn man in High- versus Low-Volume guckt, signifikanter Vorteil für die Low-Volume-Patienten, etwas eingeschränkt für High-Volume, aber gerade noch so signifikant. Hier wird sicherlich auch mit weiterem Follow-up mehr Signifikanzniveau zu erreichen werden. Aber auch hier das Signal, dass die vorangegangene Chemotherapie-Patienten oder die, die auch simultan noch nicht Chemotherapie bekommen haben,
Das waren fast 40% der Population, nicht von der frühen Gabe von Apalutamid profitiert haben. Also das ist ein weiteres Signal, dass wir in der hormonsensitiven Situation nicht weiter sequenzieren sollten, sondern dass man dann erstmal bei dem einen Konzept bleibt. Und hier die primär Vorbehandelten, also lokal therapiert, ja, nein, mit einem klaren Trend, dass es eben bei beiden Populationen zu einem Nutzen der frühen Enzalutamidgabe kommen kann. Also was bedeutet das für die Patientenberatung? Das muss man mal abwarten, wofür diese beiden Medikamente jetzt zugelassen werden. Ich glaube, das Apalutamid sollte im ersten Quartal 2020 zugelassen werden. Diese sogenannte All-Comer-Population, und wenn das wirklich so dann da drin steht, dann müssen wir nicht mehr Metastasen zählen. Dann ist es egal, ob die vorher eine radikale Prostatektomie oder eine Bestrahlung hatten oder nicht. Denn dann darf man, so wie es in dem Label dann drin steht, alle Patienten von vornherein mit diesen Medikamenten behandeln. Trotzdem muss man immer abgrenzen zur Chemotherapie, Abiraterongabe. Ich persönlich habe fantastische Erfahrungen mit dem Abirateron. Und wenn das klassische High-Risk-Patienten sind oder High-Volume-Patienten, sehe ich für mich keinen Anlass, eine Therapie zu ändern. Es sei denn, das Nebenwirkungsprofil der Medikamente gibt es dann eben her. Jetzt ist die Frage, sollen denn alle Patienten kombiniert behandelt werden? Wir haben ja eine Alternative. Die alleinige Hormontherapie ist ein Konzept, was zu erstaunlichen Remissionsraten führt, was günstig ist und was vielleicht für den einen oder anderen Patienten auch nicht ganz unattraktiv ist. Also soll jeder gleich kombiniert behandelt werden? Da möchte ich auch noch mal einen Fall zwischenschieben. Das ist ein 83-jähriger Patient aus meiner Sprechstunde. Der ist, wie gesagt, höheren Alters, aber bombenfit. Der hat einen Hypertonus, hat eine Endoprothese auf der rechten Seite. Der fiel auf mit Hämaturie und leichten Rückenschmerzen, hat einen PSA von 1200, einen lokal weit fortgeschrittenen Tumor, ist biopsiert worden, Gliesin 4 plus 5, und hat diese großen retroperitonealen und pelvinen Lymphadenopathien, die eben sich auch im PET-CT bestätigen ließen. Multiple Knochenmetastasen, das ist hier der lokal fortgeschrittene Tumor, CT4, und letztendlich auch eine spinale Kompression im Bereich der LWS, die aber wie gesagt wenig symptomatisch war bisher. Mit der Fragestellung, ja, ist das jetzt ein Patient, den wir auch kombiniert behandeln sollten, denn der ist 83 Jahre alt, oder ist hier die alleinige Hormontherapie adäquat? Und da lässt die Leitlinie der EU ein Fenster, die sagt nämlich, neben den klaren Empfehlungen zu Abiraterone und Docetaxel, offer castration alone with or without any antiandrogen to patients unfit or unwilling to consider castration. So, also ablehnen tut das nicht, er kann es ja auch nicht beurteilen, aber wie soll man die Fitness einschätzen? Wer ist unfit for treatment? Wer ist unfit für Chemotherapie oder wer ist unfit für Abiraterone? Da gibt es keine klare Definition, es gibt keinen klaren Alterskatalog. Eine Hilfestellung bietet sicherlich nicht das Alter, denn das Alter kann so aussehen, dass jemand 83 Jahre ist und den Hawaii-Triathlon absolviert, und jemand kann eben auch 52 Jahre sein und erhebliche metabolische Komorbiditäten in sich tragen, die vielleicht eben auch doch ein Risikofaktor für eine Chemotherapie darstellen. Wir wissen es nicht. Wie können wir das objektivieren mit dem G8-Score? Das ist ein Screening-Score oder letztendlich ein geriatrisches Assessment, der relativ simpel in der Sprechstunde auch umzusetzen sind. Es sind 8 Fragen, wo neben dem Alter eben Fragen zur Mobilität, Begleitmedikation, kognitive Funktion, versorgt er sich selber, kommt er alleine und so weiter, abgefragt wird. Und das Ergebnis ist dann letztendlich so, wenn jemand einen Score, 16 ist die maximale Punktzahl, über 14 hat, dann kann man ihn eigentlich straightforward therapieren, egal wie alt er ist. Ist er unter 14, dann muss er geriatrisch weiter abgeklärt werden. Da muss man den Hausarzt konsultieren, da muss man das soziale Umfeld einbeziehen. Kann man vielleicht was durch eine Optimierung des Diabetes, des Hypertonus, der häuslichen Verpflegung jemanden dann doch noch in einen besseren Zustand bringen, wo er geeignet wäre für eine Kombinationstherapie zum Beispiel? Oder ist er so gebrechlich, dass man vielleicht nur Best Supportive Care macht? Also das ist nicht schwarz-weiß, aber es ist ein Instrument, was einen zumindest mal so ein bisschen neben dem Bauchgefühl auch mal ein bisschen Daten aufheben lässt, wer ist geeignet für eine Therapie und nicht. Unser Patient, das hat jetzt auch nicht so viel geholfen, oder eigentlich vielleicht doch, hatte jetzt einen G8-Score von 15, also 15 von 16. Den einen Punkt Abzug kriegt er nur aufgrund seines Alters. Der PSA-Wert ist fantastisch abgefallen, nur durch ADT allein, 42. Er war beim Neurochirurgen, der sagt, da muss man nichts machen an der Wirbelsäule. Er ist kardiologisch mal evaluiert worden, und da kommt jetzt raus, er hat einen Vorhofflimmer. Er hat eine leichte in eingeschränkte Ejektionsfraktion. Er braucht eine Antikoagulation mit Eliquis.
Chemotherapie, sage ich jetzt mal aus streng urologischer Sicht, ich weiß, dass die Onkologen das anders sehen, kann mal kritisch sein, wenn es zu einer septischen Neutropenie kommt, dass dann eben so eine kardiale Situation dekompensiert, beim 83-Jährigen ohnehin. Vielleicht doch eher ein Kandidat für Abi-ADT zum Beispiel. Und da gibt es eben auch Daten, dass auch die Kombination, Professor Miller aus Hamburg, aus der Charité, sagt immer, man muss schon vieles falsch machen, um jemanden mit Abiraterone umzubringen, aber offensichtlich geht das doch und das hat eben auch Stampede gezeigt, dass in der Abiraterone-ADT-Gruppe Grad 5, also Todesfälle, berichtet wurden gegenüber Kastration alleine. Und es gibt eine aktuelle Publikation aus der SEER-Datenbank, da hat man mal alle Patienten, nicht im Kontext mit Chemotherapie, die Abiraterone oder Enzalutamid behandelt wurden, die 6-Monats-Mortalität aufgeschrieben. Und das sind alles Patienten mit kardiovaskulären Komorbiditäten. Das wird deutlich, dass je mehr kardiovaskuläre Komorbiditäten haben, je schlechter ist die Prognose, je höher ist die 6 Monats kardiovaskuläre Mortalität. Und das sind die Risikozahlen dazu, sodass sogar schon ein Hypertonus führt zu einem erhöhten Risiko, nach 6 Monaten nach Beginn einer Abiraterone- oder Enzalutamid-Therapie zu versterben. Wenn man sich mal diese Zahlen anguckt, dann ist die 6 Monats Sterblichkeit liegt bei 14% für Patienten, die aufgrund eines metastasierten Prostatakarzinoms mit Abiraterone oder Enzalutamid behandelt werden. Und wenn zum Beispiel schon mal in der Anamnese ein Herzinfarkt war, dann erhöht sich das auf 25%. Also in der populationsbasierten Betrachtung ist möglicherweise auch Abiraterone oder Enzalutamid nicht ganz so unbedenklich. Das soll uns aber jetzt nicht zu sehr abschrecken, sondern es soll einfach sensibilisieren, dass wir diese Patienten eng verfolgen oder begleiten müssen, wenn wir sie mit diesen Medikamenten behandeln. Letzter Punkt. Jetzt fragt Paul, sind wir wieder zurück bei unserem Patienten, initial High Risk, High Volume metastasiert, kriegt jetzt zum Beispiel Abiraterone und ADT, fragt jetzt natürlich, what about my prostate? Es gibt ja die Hypothese, dass die Prostata als Quelle für weitere Metastasierung dasteht, dass man eben, wenn man diese Quelle herausnimmt, beseitigt, dass dann eben der Progress verlangsamt ist oder die weitere Metastasierung abgeschnitten ist, dass Systemtherapien besser greifen können, dass die Prognose verbessert ist. Und das konnte tatsächlich in retrospektiven, populationsbasierten, also Krankheitsregistern gezeigt werden. Das sind alles metastasierte Patienten, die in diesen Registern verfolgt wurden. Und wann immer die Patienten eine Lokaltherapie bekamen, hier das Münchner Tumorregister, radikale Prostatektomie, hier die SEER-Datenbank, radikale Prostatektomie, schwedisches Krebsregister, National Cancer Database, war die Prognose günstiger für die lokal, also synchron Metastasierte, die auch eine Lokaltherapie bekamen, gegenüber denen, die nur systemisch behandelt werden. Aber schaut man sich jetzt mal die Zahlen an, dann sind das immer nur sehr wenige, die eine Lokaltherapie bekamen. Alle anderen bekamen eben keine. Und das liegt natürlich nahe, auch wenn man da so ein bisschen statistisch korrigiert hat, dass man einen hohen Selektionsbias hat, dass man den Fitteren, den Oligometastasierten, den Hochmotivierten, der Zugang zur besseren medizinischen Versorgung hat, lokal behandelt hat und letztendlich nicht, dass der Effekt der Lokaltherapie ist, sondern einfach die günstigere Prognose der Patientenselektion darstellt. Deswegen brauchen wir prospektive Studien. Und die gibt es auch. Und diese Symbole machen deutlich, dass hier die Strahlentherapie wieder mal sehr viel mehr Aktivität aufgezeigt hat als die Urologen. Das heißt, 2 Studien haben wir bereits publiziert. Das ist die Stampede und die Horat-Studie. Und die möchte ich hier einmal highlighten. Da hat ist der Nick von Aas auch involviert gewesen, der vorhin referiert hat in dieser Stampede-Studie. Und was hat man gemacht? Das ist die holländische Horat-Studie. Hier wurden Patienten zwischen 2004 und 2014, die ein primär metastasiertes Prostatakarzinom hatten, unabhängig von der Anzahl der Metastasen, da durften sogar viszeral-Metastasierte rein, randomisiert in eine Hormontherapie allein oder Hormontherapie plus Prostatabestrahlung. Also Systemtherapie plus minus Prostatabestrahlung. Die Systemtherapie bestand überwiegend aus der alleinigen Hormontherapie. Und genau das Gleiche wurde im Stampede-Arm A oder G, glaube ich, mittlerweile gemacht. Das ist also Standard of Care. Das war also Hormontherapie überwiegend zu 90%. 10% bekamen auch eine Hormonchemotherapie. Also das, was heutzutage eher State of the Art wäre, war eben überwiegend hier nicht angewendet worden. Und der Kontrollarm war eben eine Standard of Care Therapie plus eine hypofraktionierte Prostatabestrahlung. Und wenn man sich jetzt mal diese Forest Plots beider Studien anguckt, die holländische Horat-Studie und die englische Stampede-Studie, und schaut auf die Gesamtergebnisse, dann wird deutlich, das sind negative Studien. Das heißt, Patienten profitieren nicht von einer Prostatabestrahlung,
wenn sie metastasiert sind. Aber das ist hier sogar in einer präspezifizierten Analyse gemacht worden. Wenn wir in die Low Burden oder Low Volume, das ist hier stratifiziert nach den Charted-Kriterien gemacht wurde, in diese Gruppen gucken, also die, die eine Oligometastasierung hatten, nicht so viele Metastasen hatten, dann war tatsächlich eine signifikante Risikoreduktion am Prostatakrebs zu versterben gesehen worden. Das ist jetzt eine neue Botschaft, anders als bei der Systemtherapie, wo offensichtlich das Volume keinen Unterschied macht, profitieren Patienten bezüglich der Lokaltherapie nur dann von der Bestrahlung, wenn sie eben nicht mehr als 4, maximal 5 Meter. Das ist jetzt die Konklusion von Chris Parker, der eben der First Author dieser Stampede-Arm ist. Und er sagt jetzt ganz klar, ihr Urologen könnt euch jetzt natürlich nicht einklinken in unsere Ergebnisse für die Strahlentherapie. Das heißt, Radiotherapy might be affected via other mechanisms, so the role of surgery remains unproven and needs to be tested in GRAM trial and trombone trial. Und das sind die beiden LKPs des GRAM trials, das ist die deutsche Studie, Markus Greven aus der Martini-Klinik und PS, der hat einen sehr komplizierten Namen, Prasama Suryakumaran aus UK. Beide haben im Prinzip das gleiche Design angewendet und haben Best Systemic Treatment plus minus radikale Prostatektomie untersucht. Das sind die beiden Studien, Trombone und GRAM. Und die anderen Studien aus Amerika rekrutieren Best Systemic Treatment plus minus radikale oder Strahlentherapie, auch hier, um die Rolle der Lokaltherapie zu untersuchen. Was ist aus der GRAM-Studie geworden? Leider keine Erfolgsstory. Das haben wir uns vorgenommen. Patient mit maximal 5 Knochenmetastasen, PSA kleiner 200, lokal resektabel, guter Performance-Status, zu randomisieren 1 zu 1 in Surgery, also Prostatektomie versus keine Prostatektomie, nebst Best Systemic Treatment. Und das sind die Rekrutierungszahlen, die sich irgendwie anders lesen als das, was uns hier die Strahlentherapien alle Therapeuten alle vorgemacht haben. Das heißt, wir sind nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren bei 131 randomisierten Patienten stehen geblieben. Das sind fast mehr Zentren, die wir aktiviert haben, als Patienten, die wir randomisieren konnten. Und mit der Evidenz der Stampede-Studie, wo wir gesagt haben, es gibt einen Hinweis, dass Lokaltherapie funktioniert, unser Kontrollarm keine Lokaltherapie vorsieht, haben wir die Studie letztendlich beendet. Das heißt, wir poolen jetzt Daten aus Trombone und und GRAM, kommen auf 180 Patienten und werden die analysieren, aber das hat natürlich nicht das Gewicht der Stampede-Studie. Das heißt, wir werden ab jetzt in den Guidelines lesen: Offer castration combined with prostate radiotherapy to patients whose first presentation is M1 disease and who have low volume disease defined by charted criteria. Also low volume, und da sind wir bei unserem multimodalen Ansatz. Stand heute haben wir Evidenz für die Kombination aus diversen Substanzen mit ADT und, wenn es low volume ist, auch eine Lokaltherapie durch Prostata. Im Nebentext steht, dass letztendlich nur 18% dieser Patienten in den Studien auch Kombinationstherapien hatten. Das heißt, es gibt zurzeit wenig Evidenz, dass das, was wir tatsächlich täglich machen, zum Beispiel Abi, ADT plus Bestrahlung, das ist ja eine Triple-Therapie, dass das wirklich besser ist. Denn die Daten kommen aus einer Zeit, wo eben die Systemtherapie nur aus einer ADT alleine. Und hier auch klar niedergelegt: In addition, it is not clear if these data can be extrapolated to radical prostatectomy as local treatment, awaiting results of ongoing trials. Also, wir müssen die Ergebnisse randomisierter Studien abwarten, um gute Argumente zu haben, als Urologe pseudoreduktive Prostatektomien durch. Mein vorletztes Slide. Das ist eine sehr wichtige Studie, ebenfalls von Karim Fizazi initiiert, sehr erfolgreich rekrutierend. Und die kombiniert alle möglichen Dinge. Das heißt, sie kombiniert zwei Systemtherapien und den Effekt der Lokaltherapie. Das macht sie wie folgt: Der Standardarm ist Hormon-Chemo. Der Arm B ist Hormon-Chemo plus Abiraterone. Also hier werden zwei frühe Systemtherapien miteinander kombiniert. Das ist dann dieser Arm mit einer Strahlentherapie und das ist letztendlich der Vier-Therapie-Arm, wo also Hormon-Chemo, Abiraterone plus Radiatio miteinander verglichen werden. Karim, maybe you can comment on when we can expect results of the PEACE-1 trial, depending on events. At least, but recruitment has completely finished.
Okay, das ist meine Konklusion im Prinzip. Das ist die alte Welt. Patienten werden upfront nur kastriert und bei der Kastrationsresistenz mit diesen zugelassenen Medikamenten behandelt. Das ist die neue Welt. Das heißt, die Kombinationen schieben sich an den Therapieanfang. Das Apalutamid ist dazugekommen und wir diskutieren die Rolle der Lokaltherapie, zurzeit mit Schwerpunkt auf die Prostatabestrahlung. Und ja, das ist die Konklusion. Das heißt, diese Kombinationen sind gute Optionen bei Patienten mit einem hormonsensitiven, primär metastasierten Prostatakarzinom. Das sind neu zugelassene Medikamente für die sogenannten All-Comer, wo wir eben nicht diese Volumendiskussion führen müssen, wo wir auch lokal Vortherapierte einschließen können. Nicht jeder Patient ist möglicherweise geeignet für eine frühe Kombination. Da müssen wir genau hingucken. Die alleinige ADT ist eine Alternative bis zur Kastrationsresistenz. Die Prostatabestrahlung zeigt einen Überlebensvorteil bei Low-Volume-Patienten, also oligometastasierten. Der Effekt der Operation ist bisher nicht belegt. Die Studien haben nicht erfolgreich rekrutiert. Und die Triple- oder die Vierfachtherapie wird derzeit untersucht, zum Beispiel in Studien wie die PEACE-1-Studie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.